Und was gibt's? Vesris Kameraden sind tot. Die Eklipse stellen keine Gefahr mehr für die Utaru dar. Und auch nicht für den Rest der Welt. Nun denn. Ich wüsste zwar nicht, was ein dürrer Plünderer wie ich für jemanden wie dich tun kann, aber komm nach Rheinklang, wenn du je einen Gefallen brauchst. Bis bald, hoffe ich. Noch eine Brutstätte mit Überbrückungsdaten für die da gibt. Ganz ruhig, Aloy. Rüstungen. Ihr repräsentiert unsere besten Jäger, also seht auch so aus.
hast es geschafft. Willkommen im Jagdgebiet. Ich heiße Iwina. Ich verwalte das Gelände. Ich halte es in Schuss für das Maschinentraining, ganz gleich, ob unsere Soldaten es nutzen oder unsere Utaru-Nachbarn. So wie bei den Kaja auch. Ah ja. Wir haben gehört, dass diese Feiglinge das Konzept der Jagdgebiete als ihres ausgeben. Aber unsere Soldaten haben schon vor den Clankriegen an solchen Orten trainiert. Jede Wette an unsere Prüfungen würden sich die Kaja nie im Leben heranwagen. Für eine geschickte Jägerin wie dich wären sie eine Herausforderung. Eine sehr lohnende. Bestehe die Prüfungen und erhalte Streifen. Dafür bekommst du wiederum Medaillen. Relikte unseres Sieges gegen die Kaja während der roten Raubzüge. Geh mit den Medaillen zur Arena im Hain, unserer Hauptstadt. Die Hüter dort geben dir dafür die besten Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die unser Stamm zu bieten hat. Ich werde dran denken. Ich sollte auch unsere Schnitzerin erwähnen. Sie schnitzen Figuren für ein beliebtes Spiel bei uns. Die Maschinen im Jagdgebiet inspirieren sie dazu. Du meinst Streit? Du kennst es? Dann solltest du dir ihre Waren ansehen. Für die richtigen Ressourcen haben Schnitzer immer ein paar Figuren übrig. Ich sollte jetzt los, weitere Gebiete inspizieren. Aber für dich stehen sie immer offen. Geh mit den 10. Ist das dein Jagdgebiet? Ist es. Nimm meine Herausforderung an und zeig, ob du deinem Ruf gerecht wirst. Wenn die Jagd dich ruft, ich bin hier. Munition wird hier wohl nicht helfen. Ganz ruhig, Aloy. Rennen? Die klingen definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, sehe ich vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen.
Streiter von vorhin. Wie von dem Wettrennen. Ich frage mich, was die vorhaben. Ich hab gewonnen. Geld her. Du hast mich mit Steinen beworfen. Tut deiner Visage doch keinen Abbruch. Haha. Ihr reitet Maschinen, hm? Wer hat euch das beigebracht? Hey, Trupp. Hier ist wohl jemand lebensmüde. Wow. Seht nur die Haare. Was? Hat sich da jemand in der Wüste verirrt? Hey, hey, was sagen die Ostländer uns doch gleich nochmal nach? Ach ja, dass wir Blut trinken, stimmt. Vielleicht holen wir uns deins. Versucht's doch. Forderst du uns heraus? Ruhig bleiben, Josek. Du willst dich sicher nicht mit der Soldatin anlegen, die Regalas Streiterin besiegt hat. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben, Fremde. Wir hatten alle unseren Spaß. Die Straße ist davon. Diese Maschinen, die gehörten Regala. Aber ihr wirkt nicht wie Verweigerer. Wer seid ihr? Woher habt ihr die Maschinen? Wer bei uns etwas will, tritt in einem Rennen an. Wenn du zuerst im Ziel bist, beantworte ich dir deine Fragen. Aloy, habt ihr eine Maschine? Das Rennen ist voll. Eigentlich ist gerade ein Platz frei geworden. Okay. Wie sind die Regeln? Nicht sterben. Das wird der Hammer. Klappe, Päcker. Hier lang, Grünschnabel. Zu deiner Reitmaschine. Du hast einen Bogen dabei. Gut. Setz ihn ein, wenn du gewinnen willst. Gegen die anderen Teilnehmer? Wenn ich tun sieh's. Wir gehen aufs Ganze, wenn wir die Rennstrecke betreten. So lohnt sich die Sache. Du kannst einen Testlauf machen, wenn du magst. Sag Bescheid, wenn du ernst machen willst. Von mir aus kann's losgehen. Wir sehen uns am anderen Ende. Überraschung!
Dein Preis für den Rennsieg. Hast du verdient. Du schuldest mir ein paar Antworten. Ich bin Atta. Was die Herkunft der Maschinen angeht, die meisten von uns waren mal Rebellen. Wir dachten, in Regalas Armee könnten wir in einem echten Krieg kämpfen. Gegen die Kaja. Doch Regala schlachtete unser eigenes Volk kaltblütig in Fahrlicht ab. Nach Rückkehr ins Lager schlichen wir mit unseren Reitmaschinen hinaus und blickten nie zurück. Seitdem tragen wir Rennen in den Clanlanden aus. Wir fanden, allein sind wir besser dran. Keine Regeln, keine Häuptlinge. Nur schnelle Reitmaschinen und der Geschmack von Blut. Klingt nicht allzu übel, würde ich sagen. Wo ist dein stiller Freund? Der mit der Maske. Er war nicht im Rennen. Er hat dir seinen Platz überlassen. War bestimmt das Beste. Warum sagst du das? Er hat noch kein Rennen verloren. Wäre er hier geblieben, hättest du keine Antworten bekommen. Mag sein. Weißt du, Hex hat eine neue Rennstrecke ganz am Ende des Tieflandgebiets entdeckt, direkt am Strand. Wenn du dorthin gehst, ist vielleicht ein Platz für dich frei. Falls ich mal dort bin, überlege ich's mir. Hey Leute, bist du zum Rennen hier? Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Und noch eine Brutstätte mit Überbrückungsdaten für die Sie? Thank you.
geschafft! Das verstaue ich für später. Ich nähere mich Ethas Standort. Gaia sagte, er wäre in einer Art physischen Prozessor. Eine alte Ruine, die zur Tenakt-Festung wurde? Könnte Aether da drin sein? Mich umzusehen wird nicht einfach, wenn überall Tenakt-Krieger sind.